make a difference if I had before. Yesterday was different, can I hear once more? Everything is casual, everything's cool. Beautiful, beautiful life. Oh, oh.
Deutschen, die wohnen hier in Hessen. Und dass ich sie gehört habe, dass ich bei Hessentag spiele, da war ich ganz schnell populär. Ganz viele Freunde hier heute im Publikum. Und ich hab's vorgenommen, dem das beste Show zu geben, die wir haben. Seid ihr bereit, Hesse? Wir müssen die Momente klauen. Wir müssen die Momente nehmen. Wir müssen die Momente genießen. Heutzutage redet man nur von Angst oder Hass. Aber ich stehe auf der Bühne jeden Abend und sehe so viele tolle Menschen. Ich will euch nur sagen, there is so viel mehr Liebe in dieser Welt als Hass. There is so viel mehr Selbstbewusst als Angst. Es ist eine geile Welt, ihr seid geile Menschen, ich freue mich, dass ihr da seid. Meine Botschaft ist Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich weiß, dass es gut wird. Weil egal welche Geschichten die verbreiten, ich weiß, dass wir haben es in uns selbst zu retten. Weil wir haben die größte Macht auf dieser Erde. Viel größer als Hass, viel größer als Angst. Und das ist die Liebe. Habt ihr die Liebe mitgebracht heute, Hessen? Wir wollen das ganze Konzert heute haben. Und dafür brauchen wir euch. Fire no flames, no tears in the river. No war, no cry. No wounds to the heart from banging at the rim. No love is maybe goodbye. We won't go down. They won't bring us down. Oh no. Mountain high to the home of the sea, to the sparkle in her eye. She spied a web, silky and British, more than she'd ever tie. We won't go down. They won't bring us down.
stand still for no one. So get up off your knees, stand still for no one. And no one screams, it's love, you just fool around. It's enough, you dig in the ground. Look out, the world's crumbling down. Heute, als ich aufgestanden bin und guckte aus dem Fenster, da waren Eichhörnchen. Ich guckte die Eichhörnchen an und er sagte zu mir, Gude. Und dann wusste ich, ich bin in Hessen gerade. Also. Irgendwie verbindet sich Irland mit Hessen. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht ist es nur ein Gefühl bei mir, aber ich teste es. Ihr sagt ja oder nein. Liebt ihr Feiern? Ja! Liebt ihr das Leben? Ja! Liebt ihr die Liebe? Ja! Siehst du, also genau wie die ihr. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie so, es fühlt sich auch gut an. Ich habe viele Freunde, es sind sehr viele schmackhafte Biere hier. Handkäse und ein bisschen grüne Soße kann man auch essen. Aber in Wirklichkeit liegt es an den Menschen. Ich habe meine beste Freundin hier, weil wir alle einfach das Leben genießen wollen. Wir verstehen halt ein bisschen was von Liebe. Und wir wissen, dass Spaß im Leben ist das, was am meisten heilt. Und wenn ich weit entfernt von Irland bin, dann bin ich am liebsten hier in Hessen. Can you hear me where you are?
love, am I loud enough? Can you hear me where you are? Sing it with me. Oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? And oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? And oh, let go of the hills I know. See you smiling, open doors, you wait for me and my return. With my feet here on this foreign soil, you know I walked those 1,000 miles so you and I, we could be. Oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? And oh, my love, am I loud enough? Can you hear me where you are? And I'm lost in sound as I lay my head. I'm 1,000 miles from this home. Yeah, I heard your voice as the call came true from that house of cards that I shared with you. And I believe we both decided to take a stand or run and hide. If you disagree, well, I'm the one. And I've always had too much to say. Recently I found my way, but it serves me well. Bye.
loud enough. Can you hear me where you are? Where you are. Thank you so much. Wenn man denkt, man ist fitter, als man wirklich ist. Kennst du das? Also, ja. Aber ich habe Freunde hier, die würden dich informieren, ich bin total fit. Es kann sein, manchmal, ich habe was anderes an in dem Video da links und rechts. Das ist eine Aufnahme von früherer Zeiten. Sieht komplett aus, so takt, aber sieht gut aus. Es ist immer unfair bei einem Festival, nein, du stehst hier auf die Bühne und man riecht nur Wurst.
In Bratwurst, das ist aber ehrlich. Steigst aus dem Flieger in Frankfurt, warst halt 3 Monate in Amerika. Bratwurst. Als würdest du dich rufen. Das ist ein Gefühl. Aber ich habe schon 7 gehabt heute, ist alles gut. Mein Quote ist mehr, aber man muss ein bisschen auf den Figur achten. Ne? Also, ich kenne viele Iren, die in der... Ach, guck mal da. Ist das euer Privatkonzert da gegenüber da? Ne, über euch, über den Zaun. Servus. Ich würde euch einladen, aber ich krieg dann Ärger. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich finde es unglaublich unwahnsinnig diszipliniert, dass ihr alle einfach über diese Linie da stehen. Das ist unfassbar. Also so, die 3 Securities sind auch sehr dankbar, weil die sagen halt, wir hätten keine Chance, wenn ihr die eindrungen. Aber ich finde es toll, ich sehe euch, ihr habt euch Spaß, ihr seid gut? Sehr gut. Irgendjemand erklärt mir, warum das ist so? Später. Aber hier gibt es genau das Gleiche. Also, ich würde sagen, lass die halt näher kommen, aber das ist nur mein Gedanken. Das ist nur mein Gedanken. Okay, are you ready for a bit of Irish music? Yeah. Das war's? Are you ready? Yeah. So hold her tight. She tries to fight it as she rolls through the eyes. It's not submission, cause she knows I'm right. She danced her dance in the broad daylight. She won't say no. I'll say no.
Okay, also ich bin halt derjenige, der sehr, sehr gerne witzig ist. Ich finde, es passt mir. Ich kann am besten über mich selber lachen. Da gibt es auch viele Gründe dazu. Ich bin gerade wieder bei The Voice. Bin gerade angefangen, The Voice zu drehen. Freut mich sehr. Wir haben ein super Line-Up. Wir haben Sido, wir haben Mark Foster und wir haben Alice Merton und meine Wenigkeit. Es wird geil. Schau zu. Ich meine es ehrlich, das ist sehr viel Lachen dabei. Und auch geile Mucke auch. Also ein sehr guter Sänger und Sängerin. Es ist unglaublich, wie viel Talent es gibt in dieses Land. Die waren hauptsächlich alle aus Hessen. Wollte ich nur Bescheid geben. Kleine Grund zuzuschauen. Bestimmt verwandt mit irgendjemand. Aber ich wollte nur, also da gibt es jetzt, es ist ein ernsthaftes Thema. Also ihr habt das, wir würden alle zugeballert mit der Klimawandel und das als Thema. Und wir haben bei der Europawahl gesehen, halt, das ist schon irgendwie so angekommen bei den meisten. Und ich habe eine Tochter, sie ist 13 Jahre alt. Und ich rede selten über sie in die Öffentlichkeit, sie soll ihr eigenes Leben führen. Aber es betrifft dieses Thema, warum wir das machen. Sie kam zu mir und sie sagt, hey, Papa, ich will am Freitag demonstrieren. Ganz ernst. Ja. Fand ich auch super. Bis sie gefragt hat, warum denn? Weiß ich schon. Moment mal, warum denn jetzt genau? Naja, weil es der Lilly und der Nele und so. Was ist das für ein Grund? Ich gesagt, nee, Bullshit. Nee, du gehst nicht. Wieso am Freitag demonstrieren? Ich sagte, geh mal recherchieren, erzähl mal halt, warum am Freitag überhaupt demonstriert würde. Und dann ist die recherchieren gegangen, halt, wieso, das sind kluge Mädchen und hat es nicht von mir offensichtlich. Und wer lacht, ne? Wer lacht? Vielen Dank. Danke, das war ein persönlicher Witz für mich. Und dann kommt sie halt zurück und sie ist einfach sauer erstmal, sauer auf mich. Sie sagt, deine Generation, was habt ihr mit dieser Erde gemacht? Und an die davor, an die davor, an die Opern. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, das ist, steht nicht gut irgendwie so. Und dann war sie sehr überzeugend in ihr Argument und ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du Freitag demonstrieren gehen. Jetzt weißt du, warum zumindest du das machst. Und ich freue mich, unsere Kinder, die sind halt, ich glaube halt irgendwie so ein guter Rat. Wie ihr sagt in Deutschland, ein guter Rat ist egal, von wem das kommt eigentlich. Ne? Ob das jemand alt ist oder jemand jung, erfahren oder nicht. Am Ende fällt ein guter Rat, ist ein guter Rat. Und das ist im Moment das, was wir bekommen von unseren Kindern. Und ich bitte euch für eine Minute, eine einzige Minute, diese Mädchen hier zuzuhören. Sie hat was zu sagen. Please welcome onto the screens, Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. We have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Thank you.
to be. Life is a freedom now. Vielen lieben Dank. Thank you so much. Schon Wahnsinn, was diese kleine Mädel alleine erreicht hat in die Welt. Stell dir vor, was wir alle gemeinsam erreichen könnten. Nie die Hoffnung aufgeben, nie die Hoffnung aufgeben. She never took the train alone, hated being on her own. She always took me by the hand, say she needs me. She never wanted love to fail, she always hoped that it was real. She looked me in the eyes and said, believe me. But then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, something's wrong. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and wild, so beautiful. Oh, tonight she killed me with your smile. So beautiful and wild, so beautiful and wild. And as the hands return the time, she'd always say that she was mine. She turned and a smile, see that she's gone. But in a whisper she'd arrive and dance to my life, like a music melody, like a lover's song. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and white, so beautiful. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and white, so beautiful and white. Through the darkest night comes the brightest light, and the light that shines is deep inside. I see you are. Oh, tonight she killed me with your smile. So beautiful and wild, so beautiful. Oh, tonight she killed me with your smile. So and wild. Thanks, sir. Thank you.
silence. I can't stand the silence anymore. Light.
Also, normalerweise haben wir die größte Konfetti-Kanone, die man kaufen mit Geld kann, so in richtig Deutsch. Und ich meine, das ist gegenüber Rammstein, das Ding ist massiv. Und leider, wie ihr merkt hier bei Bad Hersfeld, irgendwie so die letzte Schlenker, das hat diese Konfetti-Kanone abgeschrieben. Die ist also, wenn irgendwann in 100 Jahren jemand eine Konfetti-Kanone da oben auf dem Berg findet, wir waren es. Davor haben wir gesagt halt, nein, Bad Hersfeld braucht unsere 100%. Bad Hersfeld hat es verdient, unser Bestes. Bad Hersfeld ist geil! Nur kurzer Check. Wer hier kommt tatsächlich aus Bad Hersfeld? Aha, okay. Das ist geil, weil so viele Häuser habe ich nicht gesehen. Ich dachte halt, wie viele Leute wohnen in Bad Hersfeld. Aber es ist echt geil. Und da sind irgendwie so noch eine Kapelle da gegenüber. Wir sehen euch, aber nur hier oben. Also die sehen euch nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also, aber wir haben auf jeden Fall gedacht, nee, das geht nicht. Also wenn wir dürften, keine Konfetti-Kanone. Das war ein leichter Remix, der Konfetti. Wir haben gedacht, nee, wir bringen euch das Neueste, was auf den Markt kommt. Also das Neueste. Das Neueste und das Beste kriegt ihr heute. Meine Damen und Herren, unsere Special Effects kommen jetzt auf die Bühne. Bisschen Germany's Next Top Model, bisschen nach vorne der, bitte, Jungs. Wir haben die hübschesten Jungs ausgewählt aus ganz Hessen. Und ihr könnt einfach eins, oh, da ist ein Mädel auch dabei. Sehr gut. Weißt du was? Schmeißt die einfach rein, Leute. Rein mit die Ballons. Okay, das Ziel ist, dass sie in der Richtung gehen, okay? Nicht in diese Richtung. Vielen Dank, Jungs. Professionell ein Foto für jeder von euch. Vielen Dank. Du warst die hübscheste übrigens. War ja die Einzige. Vielen Dank. Danke. Guck mal. Also check das, vielen Dank. Check this shit out. Also morgen, ihr könnt auf Instagram gehen und unter Hashtag Ray Garvey geile Konzert. Das habe ich selbst ausgedacht. Aber nutzt es, dann sind wir alle auf die gleiche Seite. Gibt's nur Bilder von diesen Ballons? Also nur diese Ballons, seht ihr? Mein Gesicht ist da immer irgendwie dazwischen. Aber irgendwie ist das die Moleküle der Hoffnung. Und wir lassen die fliegen und wir machen ein bisschen Musik dazu. Yeah.
Put your hands in the air. Think alike. If you can stay the same. Thank you, sir. Sometimes weak, sometimes strong.
got a big mountain, I dug a big hole, and I'm trying to get out without hurting you, yeah. Without hurting you. I'm squeezing your hand as you picked up the brick. You were hot in the goths and I was hot in the bricks. I know I'm good for you, no, but you don't hear the truth. Cause if we don't try, nothing ever changes. If we don't try, no one ever says. If we don't try, with the weakest of the bravest, numbers on the pages, lions in our cages. If we don't try, the clock stands still. If we don't try, it's a bit uphill. If we don't try, with the weakest of the bravest, numbers on the pages, with lions in our cages. Langsam wird es ein bisschen dunkel. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben diesen ganzen Shit hier mitgebracht und sieht keine Sau. Also, das ist so geil, aber ehrlich, also Chris, die das macht, das ist richtig geil. Und eigentlich hätten wir eine Stunde später anfangen müssen, aber ne, da gibt es halt ein Curfew, Und lass uns einfach Chris kurz an die Lichter einfach anmachen, so wie die einfach so eine Minute für uns nehmen. Einfach mach die einfach an. Weißt du, wenn ihr alle nur auf mich schaut, dann wird ihr das nicht sehen. Deswegen halt wieder. Nehmen wir eine Sekunde davor. Und hinten, Chris, mach hinten an. Mach die Lampen an. Oh, nicht nur eine, alle. Das ist auch eine. Klack, klack, klack. Aha. Also, wir haben eine strenge Curfew, aber laut mein Wetter ab ist gleich dunkel.
Und wir machen den Shit hier raus. Also wir machen so viel aus diesen letzten 20 Minuten halt irgendwie so. Das ist so viel Licht. Ich komme mit Taschenlampen und mein Mikrofonstand leuchtet auch, okay? Aber die Frage ist halt irgendwie so, also weil eigentlich müssen wir jetzt gehen, aber wir würden gerne weiterspielen. Seid ihr sicher? Das ist eine ganz gefährliche Frage, könnte schlecht ausgehen. Aber, okay, die nächsten zwei Lieder. Na, wir machen die traditionelle, wir spielen ein paar Lieder. Ihr flippt the fuck aus, ja? Also macht es das FFH, sagen halt, die waren alle krank danach. Ohne Scheiß. Irgendwas ist da passiert. Also wir wollen alle hier mit 0% Akku rausgehen. Fertig sein, okay? Your heart attempt to go. She can see what she
Wow. Ihr wart auf jeden Fall laut, Hessen. Aber wir haben die Meldung von der Polizei. So laut war es auch nicht. Ich meine, Leute, wir haben hier eine Reputation. Wir haben eine Kredibilität als Rockstars. Wir mussten schon irgendwie so Ärger mit der Polizei haben. Ich meine es nur sanft, weil mein Vater war auch Polizist. Und mit ihm habe ich auch mein Leben lang Ärger gehabt, aber ich liebe und respektiere halt alle guten Polizisten. So wie mein Vater nicht, freue mich. Es ist ein harter Job, aber heute vielen Dank, dass ihr alle da wart. Thank you very much. Weißt du was, wir nehmen einfach, wir halten uns zurück, wir machen uns ganz klein innerlich, weil wir rasten gleich aus, weil wir jetzt applaudieren. Die ganze Team vom FFH, die ganze Team, die hier uns begleiten, die ganze Erste Hilfe, die Polizisten, mein Crew, eure Crew, give it up! Sehr, sehr geil. Bad Hersfeld, wir würden gerne wiederkommen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Habt ihr Spaß gehabt? Ich habe nur eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Are you ready?
inside. See what makes you wild. See what drives me wild.
ihr habt uns so viel mehr Liebe gegeben, als wir jemals gedacht haben. Unsere Herzen sind so überfüllt von Liebe von Hessen heute. Vielen Dank, Bad Hersfeld. Vielen Dank, FFA. Nimm das mit. Wenn morgen, wenn du morgen aufstehst, das erste Person, die du begegnest, gib dem einfach ein bisschen Liebe ab. Wir haben es drin, so viel mehr. Es ist so leicht, liebevoll zu sein. Lass dich nicht unterdrücken. So viele tolle Menschen heute hier. Es füllt mich mit Hoffnung. Ich komme immer eine Botschaft zu geben, aber ich lerne viel mehr, als ich jemals sagen könnte. Aber vom Herzen, vielen lieben Dank. Danke euch. Dankeschön. Stop enough to love your life.
Wow! 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 Leute, hattet ihr Spaß mit Ray Gaga? Was ein Finale! Leute, ganz ehrlich, schöner kann ein Hessentag doch gar nicht zu Ende gehen. Noch immer ein bisschen schönes Wetter, blauer Himmel. Dankeschön, dass ihr heute Abend unsere Gäste wart. 11.000 Menschen, 22.000 Hände, die jetzt noch einmal in den Himmel gehen. Für Ray Gaga! Bad Hersfeld, ihr wart ein toller Gastgeber. Das war der Hessentag 2019. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns alle wieder nächstes Jahr in der Heimat von Hitradio FFH, da wo unser Funkhaus steht. Hessentag 2020 in Bad Vilbel. Kommt alle gut nach Hause, kommt gut in die neue Woche. Dankeschön, ich bin Felix Möse. Wir hören uns morgen Nachmittag. Ciao, gute Nacht. Danke.